Wie können verschiedene Tasks im WebODM in einem Netzwerk parallel ausgeführt werden? Für dieses Tutorial verwenden wir neben unserem Hauptarbeitsplatzrechner drei weitere Rechner im LAN. Auf jedem dieser drei weiteren Rechnern führen wir Node-ODM in einem Docker-Container aus und überprüfen anschließend die Erreichbarkeit dieser Nodes über deren Webinterface auf unseren Hauptrechner. Hier können wir erkennen, dass jeder von diesen Nodes online und erreichbar sind, dass aber noch keine Tasks zugewiesen wurden. Um die entfernten Nodes in WebODM auf unserem Hauptarbeitsplatzrechner nutzen zu können, müssen wir sie als Processing Node hinzufügen. Dazu klicken wir auf Add New unter Processing Nodes. Anschließend müssen wir Hostname oder IP-Adresse und die Portnummer der Nodes in die entsprechenden Felder eintragen. Wir bestätigen unsere Eingabe und klicken dann anschließend links auf den neu hinzugefügten Processing Node. Wenn dieser sich rot färbt, ist etwas schiefgegangen. Nachdem wir alle drei Processing Nodes erfolgreich angelegt haben, klicken wir auf Dashboard und legen ein neues Projekt an. Mit Klick in die Combo-Box Processing Nodes erkennen wir, dass die eben hinzugefügten Nodes zur Auswahl stehen. Hier haben wir nun vier verschiedene Tasks spezifiziert und jedem dieser Tasks einen eigenen Node zugewiesen. Wir beginnen dann anschließend mit der parallelen Ausführung dieser Tasks im Netzwerk. Dabei werden zunächst die Bilder zu den Nodes hochgeladen, anschließend vor Ort einem Resizing unterzogen. Und dann beginnt die eigentliche Ausführung der Tasks. Die Standardausgabe und die Logausgabe der Nodes können wir uns weiterhin im WebODM anzeigen lassen. Dieselbe Ausgabe sehen wir auch, wenn wir das Webinterface der Nodes direkt ansprechen. Wie wir nun erkennen können, werden die Tasks tatsächlich parallel im Netzwerk auf den jeweiligen Nodes ausgeführt. Auf dem YouTube-Channel unseres Robotiklabors finden Sie noch viele weitere Tutorials und Videos. Für weitergehende Informationen zum Deutschen Rettungsrobotikzentrum besuchen Sie www.rettungsrobotik.de.